Cocktails, Palmen und jede Menge Sand. Seit rund einem Jahr gibt es das alles am Donaugelände in Linz. Die Sandburg macht's möglich. Doch dass es die Sandburg in der Landeshauptstadt überhaupt gibt, das war für die Betreiber eine große Herausforderung. Wir haben, glaube ich, vor 5 Jahren das erste Mail damals an den Bürgermeister geschrieben, wir würden unbedingt gerne einen Strand in Linz machen. Und es hat dann, wie gesagt, eine Zeit lang gedauert. Wir haben insgesamt 4 Jahre lang quasi darum gekämpft, dass das funktioniert. Wir haben zahlreiche Konzepte eingebracht, wir haben viel mit der Stadt Linz geredet und wir sind sehr froh, dass es letztendlich dann letztes Jahr den Zuschlag gab. Wir haben dann innerhalb kürzester Zeit das alles aufgebaut und jetzt sind wir sehr froh, dass es da steht und jetzt die erste volle Saison läuft. Dass es läuft, dafür ist auch Facebook mitverantwortlich. Rund 17.000 Likes hat die Sandburg bereits. Und die sind auch wichtig. Denn als Outdoor-Bar ist die Sandburg vom Wetter abhängig. Also wir kommunizieren generell alles sehr aktuell über Facebook und auch über unsere Homepage. Das heißt, unsere Gäste können immer schauen, haben wir offen, haben wir nicht offen. Also solange es nicht richtig stürmt, sammeln sich die Sandbürger dann unter den Schirmen. Das ist dann auch noch sehr lauschig. Sobald es halt so richtig stürmisch wird, müssen wir halt leider zusperren. Aber es war schon oft so, dass es kurzzeitig geregnet hat, dann bleiben die Leute kurz da, verstellen sich wund und nachher kommt es dann meistens eh wieder, wird es wieder schöner und dann geht es natürlich weiter. Bei Hochbetrieb sind 20 Mitarbeiter im Einsatz für die Sandbürger, so der Name der Gäste. Der Sand wird jeden Tag in der Früh gereinigt. Wir haben immer um 5 Uhr in der Früh eine Putzfirma da, die sich um das kümmert, dass der Sand wirklich schön ist, dass alles schön sauber ist. Und das ist natürlich unser Anspruch, dass die Qualität da stimmt, dass es passt und das richtige Urlaubsfeeling in einem tollen Ambiente, hohe Qualität stattfindet. Wir haben ein Programm, das für alle Zielgruppen was bietet. Wir haben DJs, Live-Musik, aber genauso ein Sportprogramm, das jeden Tag gratis für unsere Sandbürger zur Verfügung steht. Salsa. Also wir versuchen da ein ganz breites Spektrum abzudecken. Heute die Klinik-Clowns bei uns. Immer ein bisschen was für jeden dabei. Gute Musik, Cocktails und Sommerfeeling. Was auf der Partyinsel Ibiza tagtäglich am Programm steht, ist nun auch in Linz angekommen. Der Trend der spanischen Insel, den Tag zur Nacht machen. Ich glaube generell, dass der Trend sehr zum Tag geht. Also ich glaube, dass die Menschen mittlerweile sehr viel Spaß daran haben, am Tag Sachen zu machen, nicht mehr nur in der Nacht. Und ich glaube, dass genau sowas wie hier, einfach so ein bisschen ein Urlaubsfeeling, einfach was Lockeres, wo man am Tag schon vielleicht auch was trinken kann. Ich glaube, dass das genau der Puls der Zeit ist momentan. Resident DJs wie Soultronic, Dominik Lang und DJ Junior Freak machen aus der Sandburg eine Soundburg. Die Beats davon gibt's übrigens online auf lt1.at/burgsound gratis zum Download. Und damit können sich die Sandbürger schon am Weg zum Linzer Strand in Stimmung bringen.